Guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen. Ich freue mich, dass heute wieder der Saal so gut besetzt ist. Und für die, die gestern schon da waren, also wir haben gestern einen spannenden Tag und Abend gehabt mit einer anregenden Diskussion und freuen uns heute wieder auf vier Blöcke, die sich um Kapitel des Nationalen Bildungsberichts 2012, also daran fokussieren, und zum Schluss dann noch muss ich ankündigen, dass leider Professor Rolf Becker aus gesundheitlichen Gründen nicht bei uns sein kann, aber wir glücklicherweise ein Mitglied unserer Steuerungsgruppe, den Professor Ferdinand Eder, hier haben, der die Schlussfolgerungen präsentieren wird. Ein Dokument, das im Druckwerk nicht enthalten ist, aber auf der Website des BIFI zum Runterladen ist und das Sie dann gerne im Detail nachlesen können. Er wird das dann zum Schluss anstelle von Rolf Beckers Dreiländervergleich präsentieren, und dann wird es noch eine Möglichkeit der Diskussion dazu geben. Das sind die kleine Änderungsansage für heute. Ansonsten steigen wir gleich ins Programm ein mit unserem ersten Punkt des Kapitels der Kompetenzen der Lehr- und Leitungspersonen in der Schule. Und hier haben wir eine Kollegin der Universität Wien, die Universitätsassistentin Julia Klug, die Hauptautorin oder leitende Autorin Professor Barbara Schober vertritt, die leider aus gesundheitlichen Gründen heute auch nicht bei uns sein kann. Aber wir sind sehr froh, dass Dr. Klug diese Rolle übernehmen kann. Und sie war Teil einer größeren Autorinnengruppe, die zusammen mit Dr. Finsterwald und Dr. Wagner und Professor Spiel, die dann auch bei der Diskussion teilnehmen wird, dieses umfangreiche Thema bearbeitet hat. Die Gruppe, abgesehen von Dr. Wagner von der Fachhochschule Oberösterreich, kommt vom Institut für angewandte Psychologie. Barbara Schober hat nun als ordentliche Professorin den Lehrstuhl für psychologische Bildungs- und Transferforschung an dem Institut für angewandte Psychologie, und Dr. Klug hat als Arbeitsbereich Bildungspsychologie und Evaluation. Ich möchte ankündigen, dass nach den 40 Minuten, wie Sie dem Programm schon entnehmen konnten, zwei Kommentare kommen, und da haben wir gewinnen können Professor Blömecke von der Humboldt-Universität zu Berlin, die ja besonders ausgewiesene Expertin ist in der ländervergleichenden Lehrerausbildung, eine Expertise, die ja nicht so häufig vertreten ist und die uns besonders wichtig war, dass wir sie heute auch mit uns haben. Natürlich auch der Blick von außen, von Deutschland auf die Befunde in Österreich, und besonders freuen wir uns auch, dass wir die Dozentin Dr. Ulrike Greiner bei uns haben können und einen Kommentar von ihr zu dem Kapitel bekommen. Sie ist auch seit langer Zeit im Hochschulmanagement. Sie war Gründungsrektorin der Kirchlich-Pädagogischen Hochschule Wien-Krems. Sie ist jetzt Rektorin der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich. Sie war Mitglied der Expertinnengruppe Lehrerinbildung neu 2009-2010. Und ihr aktueller Schwerpunkt sind Lehrerbildungskonzepte. Ich freue mich und möchte gleich an Sie weiter übergeben. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen auch von mir. Ich darf heute im Namen unserer Autorinnengruppe unser Kapitel vorstellen aus dem Nationalen Bildungsbericht für Österreich 2012.
Unser Thema ist ergebnisorientierte Qualitätsentwicklung von Schule und dann eben die Kompetenzen von Lehrkräften und Schulleiterinnen und Schulleitern, die nötig sind, um ergebnisorientierte Qualitätsentwicklung von Schule umsetzen zu können. Mein Vortrag ist gegliedert, wie auch die Kapitel in Band 2 des Nationalen Bildungsberichts, in 4 Teile, nämlich die Problemanalyse, in der werde ich nochmal die Relevanz des Themas darlegen. Der zweite Teil ist die Situationsanalyse, da werde ich ergebnisorientierte Qualitätsentwicklung näher spezifizieren. Dann werde ich eben die nötigen Kompetenzen von Lehrkräften und Schulleiterinnen und Schulleitern für ergebnisorientierte Qualitätsentwicklung definieren. Und schließlich noch Befunde präsentieren zur Ausprägung dieser Kompetenzen, sofern denn vorhanden, und zu entsprechenden Förderinitiativen in Österreich. Danach gibt es noch einen Forschungsausblick und am Ende politische Entwicklungsoptionen. Nun schon zur Problemanalyse. Ergebnisorientierte Steuerung ist ein zentrales Element der Qualitätssteigerung im Schulsystem schon seit Mitte der 90er Jahre. Im Zentrum stehen dabei die durch Schülerinnen und Schüler zu erwerbenden Kompetenzen und eben das Ausmaß, in dem diese Kompetenzen von den Schülerinnen und Schülern auch erreicht werden. Grundlage für die ergebnisorientierte Steuerung sind eben auch die ernüchternden Resultate aus den internationalen Leistungsvergleichsstudien wie PISA, die dann eben deutlich gemacht haben, dass die bisherige Form der Input-Steuerung im Schulsystem in Frage zu stellen ist. Es gibt bereits Initiativen in Österreich zur ergebnisorientierten Steuerung, zum Beispiel die Erarbeitung von Bildungsstandards, aber auch die Einführung von Zentralmatura oder kompetenzorientierte Lehrpläne. Allerdings haben Studien, zum Beispiel zum Projekt der Bildungsstandards, auch gezeigt, dass die Haltung der Lehrkräfte zu dieser neuen Steuerungsform eher heterogen ist und keineswegs nur positiv. Die Lehrkräfte sind eher skeptisch darüber, ob sie denn aus dem Feedback, das sie aus diesen Studien zu den Bildungsstandards erhalten, denn auch tatsächlich etwas ableiten können für die Verbesserung der Schule und ihres Unterrichts. Außerdem ist es natürlich logisch, dass sie sich verstärkt kontrolliert fühlen und dass solche großen Veränderungen, die mit der neuen Steuerungsform einhergehen, auch Bedrohungsgefühle auslösen können. Deshalb ist es eben ganz wichtig, Bedingungen zu schaffen, unter denen diese Veränderungen, die mit ergebnisorientierter Steuerung zusammenhängen, als Chance gesehen werden können. Und das ist eben insbesondere, dass alle Akteurinnen und Akteure im Bildungssystem ein Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten entwickeln, dass sie eben auch fähig sind, ergebnisorientierte Qualitätsentwicklung von Schule umzusetzen und dass es eben ein organisationales System gibt, das diese Veränderung auch unterstützt. Dementsprechend muss eine Neuorientierung erfolgen, von sowohl Einstellungen aller Akteurinnen und Akteuren im Bildungssystem als auch Kompetenzen und Organisationsabläufen. Und ganz besonders wichtig erscheint uns eben hier die Qualifizierung von Lehr- und Leitungspersonen, damit sie eben das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zur Umsetzung der neuen Steuerungsform auch aufbauen können. Jetzt komme ich auch schon zur Situationsanalyse. Das ist der längste Teil des Vortrags. Jetzt gibt es zuerst eben eine nähere Spezifikation des Konzepts ergebnisorientierter Qualitätsentwicklung. Danach möchte ich unsere Definition und Spezifikation ergebnisorientierter Qualitätsentwicklung einordnen in bereits bestehende Modelle, die es gibt zu Lehrkräften und Schulleiterinnenkompetenzen, um eben zum einen zu sehen, inwiefern ist die ergebnisorientierte Qualitätsentwicklung dort schon verankert und auch zum anderen eben Handlungsbedarf aufzuzeigen, wenn sie dort noch nicht vorhanden ist. Und als drittes gibt es dann Befunde aus Studien zum Ist-Stand über die Ausprägung dieser Lehrerinnen- und Schulleiterinnenkompetenzen und zu Förderinitiativen in Österreich. Die zentralen Leitideen kann man 4 definieren von ergebnisorientierter Steuerung. Die sind zum einen die Effektivität, das heißt, dass man eben den Fokus setzt auf das Erreichen von Bildungszielen. Das kann man schon dadurch schaffen, dass man diese Bildungsziele erstmal explizit macht. Das zweite ist die Effizienz, nämlich der Vorgang der Zielerreichung sollte möglichst optimiert werden mit einem optimierten Aufwand-Nutzen-Verhältnis. Das dritte ist dann die Schaffung von Evidenz, das heißt, es sollte eine kontinuierliche Evaluation erfolgen, ob denn die Ziele auch tatsächlich erreicht werden. Und falls sie eben nicht erreicht werden, sollten daraus auch wieder Maßnahmen abgeleitet werden und Änderungen abgeleitet werden, um die Ziele dann in Folge erreichen zu können. Und das vierte ist eine Schaffung von Leistungsanreizen, nämlich dass es eben auch Unterstützung und Belohnung für Qualitätsentwicklungsmaßnahmen geben sollte.
Wie man daran schon erkennen konnte, hat insbesondere die Evaluation und Evidenzbasierung als Steuerungsrahmen in der Bildungspolitik da einen besonderen Stellenwert eingenommen. Und außerdem ist es eben wichtig, dafür auch für die Qualitätsentwicklung alle Ebenen des Bildungssystems einzubeziehen. Nämlich zum einen auf Ebene des Unterrichts, das sind die Hauptakteurinnen und Akteure, die Lehrkräfte. Auf Ebene der Schule müssen Schulleiterinnen und Schulleiter qualifiziert werden. Auf Ebene des Bildungssystems ist es eben dann das Bildungsmonitoring, Bildungspolitik und Verwaltung. Und auf allen Ebenen benötigen eben die Akteurinnen und Akteure Ressourcen und Kompetenzen, um ergebnisorientierte Steuerung umsetzen zu können. Bei uns in unserem Kapitel und auch jetzt hier im Vortrag liegt der Fokus hauptsächlich auf der Ebene des Unterrichts und der Schule, also den Kompetenzen, die Lehrkräfte und Schulleiterinnen und Schulleiter benötigen für ergebnisorientierte Qualitätsentwicklung. Man kann sich Qualitätsmanagement oder Qualitätsentwicklung als Zyklus vorstellen. Sie sehen hier ein Modell, der Kreislauf der Steuerung im Schulwesen. Und dabei ist es eben ganz wichtig, dass die einzelnen Komponenten, nämlich zum Beispiel die Output-Messung, die auch in Bildungsstandards erfolgt, ineinander übergreift mit der Unterrichts- und Schulentwicklung. Also dass nicht die einzelnen Aspekte nebeneinander stehen, sondern dass sie eben wirklich miteinander verwoben sind und aus Ergebnissen, die es dann aus Evaluationen gibt, auch tatsächlich Schlüsse abgeleitet und Maßnahmen ergriffen werden. Sie haben jetzt hier einen Comic, das ist, was wir eben nicht wollen. Also wir sagen nicht, kann man es erkennen, dass es eben eine Gleichschaltung geben soll und alle einfach nur das Gleiche machen sollen, sondern ganz im Gegenteil, wir sagen einfach, es sollen Ziele gesetzt werden und der Weg zum Ziel kann aber unterschiedlich sein. Und dabei sollen natürlich auch die individuellen Lernvoraussetzungen der einzelnen Schülerinnen und Schüler berücksichtigt werden. Wenn man jetzt Modelle anschaut in der bisherigen Forschung, sieht man, dass es einfach zu ergebnisorientierter Qualitätsentwicklung noch kein Modell gibt und vor allem zu den nötigen Kompetenzen für ergebnisorientierte Qualitätsentwicklung. Deshalb möchte ich beginnen mit einer Definition. Und zwar ist ergebnisorientierte Qualitätsentwicklung von Schule zu verstehen als die Optimierung von Schule als Ganzes durch eine Ausrichtung des Unterrichts sowie der gesamten schulischen Arbeit an den Lernergebnissen der Schülerinnen und Schüler. Und was uns ganz wichtig erscheint, ist, dass die Grundlage, um denn ergebnisorientierte Steuerung und Schulentwicklung auch umsetzen zu können, ist, dass alle Akteurinnen und Akteure eine evaluative Grundhaltung mitbringen, also der Evaluation aufgeschlossen gegenüberstehen, sie als etwas Gutes und Nützendes empfinden und dass damit einhergehend auch alle eine Bereitschaft zeigen zur Verantwortungsübernahme und vor allem eine Veränderungsbereitschaft. Es liegt aber genau hier das Problem. Wir können in Studien auch wieder ein subjektives Kompetenzdefizit feststellen. Zum Beispiel berichten Lehrerinnen und Lehrer, dass ihnen Kompetenzen fehlen zum Umgang mit Evaluationsdaten. Wenn sie also Ergebnisse rückgemeldet bekommen aus Bildungsstandards, aus internationalen Leistungsvergleichsstudien, dann können sie diese nicht verwerten oder vielleicht auch nicht verstehen. Deshalb haben wir jetzt gedacht, ein erster Schritt, den wir gehen können, ist erstmal spezifisch Teilkompetenzen zu definieren für ergebnisorientierte Qualitätsentwicklung, die eben sowohl Lehrkräfte als auch Schulleiterinnen und Schulleiter benötigen, um ergebnisorientierte Qualitätsentwicklung umsetzen zu können. Das sind sie nun, unsere 6 Teilkompetenzen, die wir definiert haben. Das erste ist es, dass Lernziele erstmal definiert werden können. Das zweite ist, dann eben auch Maßnahmen setzen zu können, um diese Lernziele zu erreichen. Als drittes messen und überprüfen können, ob und wie weit die Zielerreichung erfolgt ist. Als viertes dann daraus wieder Maßnahmen ableiten zu können, wenn man merkt, eben die Ziele wurden nicht erreicht, können entweder die Ziele oder die Maßnahmen verändert werden. Und Bereich 5 und 6 stehen so ein bisschen quer dazu, dass es nämlich interne Evaluationen einleiten und durchführen zu können, aber auch mit Ergebnissen externer Evaluationen, also mit Daten, die man rückgemeldet bekommt, auch umgehen zu können und diese auch verwerten zu können. Diese 6 Kompetenzen werden sich jetzt immer wieder finden im nächsten Teil der Präsentation und bilden so unsere Basisdefinition der Kompetenzen für ergebnisorientierte Qualitätsentwicklung. Ich habe es vorhin schon angekündigt, ich möchte die jetzt einordnen in bestehende Modelle. Wie ich bereits gesagt habe, es gibt kein Modell bisher zu Kompetenzen ergebnisorientierter Qualitätsentwicklung, aber es gibt eben generelle Modelle zu Schulleiter- und Schulleiterinnenkompetenzen und auch zu Lehrkräftekompetenzen oder Lehrkräfteprofessionalisierung.
Und ich möchte jetzt eben schauen, inwiefern stecken da schon Aspekte unserer 6 Teilkompetenzen drin, um dann zu schauen, wo gibt es Handlungsbedarf. Ich habe jetzt exemplarisch Modelle ausgewählt. Wir haben das in unserem Kapitel mit ein paar mehr Modellen gemacht. Für die Lehrkräfte habe ich die Modelle ausgewählt der Expertiseforschung, weil es einfach der erste und älteste Ansatz ist, der sich mit generellen Expertisebereichen oder Kompetenzbereichen von Lehrkräften beschäftigt hat. Und als zweites das Modell, das der Koaktivstudie zugrunde liegt, weil es das derzeit prominenteste Modell ist zur Lehrkräfteprofessionalisierung, das am meisten zitiert wird. Für die Schulleiterinnen und Schulleiter habe ich den Ansatz der Thales-Studie ausgewählt, weil es der einzige Ansatz ist im Moment, bei dem empirisch vorgegangen wird. Ich möchte kurz die Modelle skizzieren, damit Sie einen Eindruck davon bekommen. Die Expertiseforschung definiert einfach verschiedene Expertisebereiche von Lehrkräften. Am Ende sind es 5, die hier definiert werden, nämlich die fachwissenschaftliche, fachdidaktische, diagnostische, Klassenführungs- und allgemeine pädagogische Kompetenz. Als nächstes das Modell der Koaktivstudie. Sie sehen hier, es greift die Bereiche aus der Expertiseforschung wieder auf der mittleren Ebene der Kompetenzbereiche. Es wird allerdings noch erweitert, zum einen um Beratungswissen als letzten auf der Ebene der Kompetenzbereiche. Und wenn Sie ganz oben schauen, was auch ganz wichtig ist, wird es erweitert um Überzeugungen, Werthaltungen und Ziele der Lehrkräfte, motivationale Orientierung der Lehrkräfte. Und was uns ganz besonders wichtig erscheint, ist der Aspekt der Selbstregulation, weil die Selbstregulation eben genauso einen Zyklus beschreibt, wie wir ihn auch beschreiben mit unseren definierten Teilkompetenzen. Also bei Selbstregulation ist zum Beispiel das Zielesetzen ganz wichtig. Dann eben der Weg, um die Ziele zu erreichen und dann auch wieder die Reflexion, ob die Ziele erreicht wurden und mögliche Änderungen zu treffen. Und das entspricht eben auch so ein bisschen unserem Modell mit den 6 Teilkompetenzen. Sie sehen hier nochmal unsere 6 Teilkompetenzen, jetzt auch ein bisschen im Kreis angeordnet. Als erste wieder Lernziele definieren, Maßnahmen setzen zur Zielerreichung, Prüfung der Zielerreichung und so weiter. Und als Basis dazu sehen Sie, was ich vorhin schon angesprochen habe, die Grundhaltungen, die natürlich auch nötig sind zur Umsetzung ergebnisorientierter Steuerung, nämlich eine evaluative Grundhaltung, Verantwortungsübernahme und auch Selbstwirksamkeit in diesem Bereich, um dann offen zu sein für Veränderungen. Wir schauen uns jetzt jede einzelne Teilkompetenz nochmal an im Vergleich zu den Modellen. Beim Lernziele definieren kann man in den Modellen zuordnen, vor allem im Koaktivmodell die Selbstregulation, bei der eben das Ziele definieren ganz wichtig ist. Aber es ist natürlich auch Fachkompetenz nötig, um erstmal zu wissen, wie sollen die Ziele überhaupt aussehen. Für Maßnahmen der Zielerreichung kann man auch einordnen in die Modelle, ist auch wieder die Selbstregulation sehr wichtig, nämlich der Weg zum Ziel, wie verfolge ich ihn konsequent. Und dann sind eben auch, um geeignete Maßnahmen zu wissen, die diagnostische Kompetenz besonders wichtig, weil ich erstmal wissen muss, was brauchen meine Schülerinnen und Schüler, wo stehen sie, damit ich dann geeignete Maßnahmen einleiten kann. Aber auch sowas wie allgemeinpädagogische Kompetenz, um die Maßnahmen didaktisch gut rüberzubringen und eben auch die geeigneten Maßnahmen auszuwählen. Zur Prüfung der Zielerreichung ist es wieder die Selbstregulation im Koaktivmodell, die dem am ehesten entspricht. Aber generell ist eben zu sagen, dass unsere ganzen Aspekte, die wir definiert haben, nicht explizit vorkommen in den Modellen, sondern nur so implizit mitgedacht sind, zum Beispiel bei Selbstregulation oder diagnostische Kompetenz. Ableitung für Konsequenzen ist wieder Selbstregulation, diagnostische Kompetenz, pädagogische Kompetenz nötig. Und was eben noch gar nicht in diesen Modellen bisher drinsteckt zu den allgemeinen Lehrkräfte- und Schulleiterinnenkompetenzen, sind interne Evaluationen einleiten und durchführen, aber auch mit Ergebnissen externer Evaluation umgehen zu können. Das ist bisher in keinem dieser Ansätze irgendwie mitgedacht oder geschweige denn explizit formuliert. Unsere Basis finden wir auch im Koaktivmodell wieder bei den Überzeugungen, Werthaltungen und motivationalen Orientierungen. Wenn man sich das Ganze jetzt für die Schulleiterinnen und Schulleiter anguckt, haben wir ja den Ansatz der Thales-Studie, der eben 2 übergeordnete Funktionen von Schulleiterinnen und Schulleitern definiert, nämlich zum einen pädagogische Leitung, nämlich sowas wie Ziele festlegen, Probleme lösen und Unterricht entwickeln und als zweites die administrative Leitung, nämlich kommunizieren und kontrollieren und verwalten und gestalten. Das Lernziele definieren wäre hier zu verorten bei pädagogische Leitung.
Es ist hier sogar explizit genannt, mit Ziele festlegen. Also die Schulleiterinnen und Schulleitermodelle sind etwas näher dran an unserem Ansatz als die Lehrkräftemodelle. Auch das Setzen von Maßnahmen wäre unter pädagogische Leitung zu verorten, nämlich Unterricht entwickeln. Die Prüfung der Zielerreichung ist auch mitgedacht im Sinne von kontrollieren bei der administrativen Leitung. Ableiten von Konsequenzen wäre wieder Unterricht entwickeln oder pädagogische Leitung. Und interne Evaluationen könnte man auch verstehen als kontrollieren bei der administrativen Leitung, aber auch hier wieder nur implizit mitgedacht. Man könnte es dort einordnen, aber es ist nicht so explizit formuliert. Und auch in den Schulleiterinnen und Schulleitermodelle gibt es nichts zum Umgang mit Ergebnissen externer Evaluationen. Genauso wie unsere Basis der Grundhaltung, Verantwortungsübernahme, Offenheit für Veränderungen kommt überhaupt nicht vor in diesen Schulleiterinnen und Schulleitermodelle. Und das ist eben ganz wichtig, um solche Veränderungen durchführen zu können, die mit der neuen Steuerungsform einhergehen. Also wie man hier jetzt gesehen hat, auf Basis dieser Modelle und auf konzeptueller Ebene besteht noch ein klarer Handlungsbedarf, weil nämlich eben die Durchführung interner Evaluationen und der Umgang mit Daten externer Evaluationen überhaupt nicht vorkommt, bisher sowohl in Schulleiter- als auch Lehrkräftemodellen. Und auch so Aspekte wie Motivation, Einstellung, Offenheit für Veränderungen, evaluative Grundhaltung kommen nicht vor. Und alle anderen Aspekte sind höchstens implizit mitgedacht. Das heißt, uns fehlt auf jeden Fall eine ausreichend spezifizierte Gesamtkonzeption, die wir dann auch in die Aus-, Fort- und Weiterbildung für Lehrkräfte und Schulleiterinnen und Schulleiter übertragen können. Deshalb dachten wir uns, wir gehen noch einen Schritt weiter und probieren nochmal eben unsere 6 Kompetenzbereiche etwas weiter auszudifferenzieren und in greifbare Kompetenzen zu übertragen, die man als Gesamtpaket dann auch in der Ausbildung und Fortbildung vermitteln könnte. Deshalb nochmal, Sie kennen die Abbildung jetzt, unsere 6 Kompetenzen. Beim Lernziele definieren ist es vor allem eben die Selbstregulation, wie Sie eben in den Modellen gesehen haben, die vermittelt werden sollte. Aber auch, was dann Schulleiterinnen und Schulleiter betrifft, Wissen über Organisationsentwicklung und auch Führungskompetenzen, um Lernziele definieren zu können und das dann auch überwachen zu können, ob sie verfolgt werden. Beim Setzen der Maßnahmen ist zum Beispiel Motivation und Selbstregulationsförderung eben auch wieder ganz wichtig. Sie sehen, die Selbstregulation zieht sich immer wieder durch als wichtiger Aspekt, der dann vermittelt werden sollte. Die diagnostischen Kompetenzen müssen natürlich vermittelt werden und für Schulleiterinnen und Schulleiter dann eben auch Managementkompetenzen, um solche Maßnahmen einleiten zu können. Bei der Prüfung der Zielerreichung ist wieder die Selbstregulation wichtig, die diagnostischen Kompetenzen sind wichtig. Und was jetzt dazu kommt, sowohl für Lehrkräfte als auch Schulleiterinnen und Schulleiter, ist es, dass eben auch Rückmeldeprozesse gestaltet werden können. Das heißt, die Zielerreichung wird geprüft, die Lehrkräfte geben eine Rückmeldung zum Beispiel an ihre Schülerinnen und Schüler und die Schulleiterinnen und Schulleiter geben eine Rückmeldung an die Lehrkräfte, um dann daraus eben wieder Veränderungen ableiten zu können. Beim Ableiten von Konsequenzen ist es wieder ganz wichtig, auf Seiten der Lehrkräfte mit dem Feedback auch umgehen zu können, dann die Konsequenzen annehmen zu können. Da kommt wieder die Offenheit für Veränderungen ins Spiel. Man muss natürlich ein Wissen haben, wie man dann nach dem Feedback auch seine Methoden anpassen kann. Und die Schulleiterinnen und Schulleiter brauchen wieder Führungskompetenzen, um dann die Maßnahmen wieder durchsetzen zu können. Für die Evaluationen, um wirklich an Schulen selbst Evaluationen durchführen zu können und dann deren Ergebnisse verwerten zu können, ist ganz besonders wichtig, diese gemeinsame Logik der Evidenzbasierung, dass die an einer Schule verfolgt wird und dass auch vor allem die Schulleiterinnen und Schulleiter die so einführen an ihrer Schule und sie dann auch weiter verfolgen. Dann ist es natürlich auch wichtig, Methodenkompetenzen zu haben, um solche Evaluationen durchführen zu können. Das heißt, man muss zum Beispiel Fragebögen entwickeln oder auch einsetzen können. Man muss sie auswerten oder zumindest mit den Ergebnissen umgehen können, wenn man sie rückgemeldet bekommt. Und man muss eben wieder offen dafür sein, das auch tatsächlich einzuführen. Schulleiterinnen und Schulleiter sollten eben dann auch eine Fehlerkultur schaffen, sodass es okay ist, wenn zum Beispiel eine interne Evaluation zeigt, an einer bestimmten Stelle herrscht noch ein Defizit, das wir jetzt verändern wollen, dann muss es natürlich auch, also müssen natürlich alle Akteurinnen und Akteure fähig sein, das annehmen zu können, dann auch veränderungsbereit sein. Und es erfordert ein Wissen über Evaluationsmodelle, das noch vermittelt werden müsste an Schulleiterinnen und Schulleiter vor allem.
Und zum Umgang mit Ergebnissen externer Evaluationen ist natürlich wieder der Umgang mit Feedback wichtig, aber auch statistische Grundkenntnisse, die sowohl an Lehrkräfte als auch an Schulleiterinnen und Schulleiter vermittelt werden sollten, damit sie eben solche Ergebnisse überhaupt lesen, interpretieren können und dann auch daraus Schlüsse ziehen können. Gut, dann kommen wir zum dritten Teil der Situationsanalyse, nämlich zu den Befunden aus Studien zur Ausprägung dieser definierten Kompetenzen und zu Förderinitiativen in dem Bereich. Bisher ist die empirische Datenlage zu diesen Kompetenzen in Österreich leider relativ dürftig. Es gibt bisher ausschließlich Forschungsergebnisse in Form von Befragungen, also Selbstberichtsdaten, keine objektiven Daten. Ich möchte jetzt beispielhaft Ergebnisse ganz knapp aus drei Studien vorstellen, nämlich zum einen Informationen aus der internationalen Monitoringstudie Thales, als zweites dann Informationen aus den Begleitstudien zu den Bildungsstandards. Und zuletzt Informationen aus einer kleinen Studie, die wir im Rahmen der Erstellung unseres Kapitels durchgeführt haben. Da haben wir uns die Ausfort- und Weiterbildung von Lehrkräften und Schulleiterinnen und Schulleitern etwas näher angeschaut und eben geschaut, ob es dort schon, also ob dort ergebnisorientierte Qualitätsentwicklung und die nötigen Kompetenzen bereits vermittelt werden. Zu den Ergebnissen von Thales, zu Evaluationen in Schulen. Also es wurden Lehrkräfte und Schulleitungen befragt, wie sie Evaluationen in Schulen gegenüberstehen. Und die Hauptergebnisse, die ich jetzt berichten möchte, sind eben, dass Lehrkräfte und Schulleitungen angeben, dass Evaluationen in Schulen noch sehr wenig verbreitet sind, dass es generell eben einen Mangel an interner und externer Beurteilung von österreichischen Schulen gibt. Und die pädagogische Leitung wird auch als sehr, naja, gering geachtet im Gegensatz zum OECD-Durchschnitt. Ich hatte ja vorhin erzählt, dass bei Thales die beiden grundlegenden Schulleiterinnen und Schulleiterkompetenzen pädagogische Leitung und administrative Leitung sind. Okay, also generell ist einfach zu sagen, dass die ergebnisorientierte Steuerung, wie wir sie jetzt hier definiert haben, in österreichischen Schulen nur in sehr geringem Ausmaß stattfindet. Zu den Begleitstudien, zu den Bildungsstandards. Auch wieder Befragung, wie stehen die einzelnen Akteurinnen und Akteure Bildungsstandards gegenüber? Die Lehrkräfte akzeptieren sie, akzeptieren die Rückmeldegespräche auch sehr gut, allerdings sehen sie eben den Nutzen für ihren eigenen Unterricht als sehr gering ein. Also sie bekommen Rückmeldegespräche, wissen aber nicht, wie sie das umsetzen können, beziehungsweise möchten es vielleicht auch nicht umsetzen oder haben keine Idee dazu, wie es von Nutzen sein könnte. Die Schulleiterinnen und Schulleiter stehen den Bildungsstandards etwas positiver gegenüber, aber insgesamt sehen sie auch die Konsequenzen aus den Bildungsstandards als gering, also das gleiche Problem der Umsetzung wiederum. Und die Schulaufsichtsorgane berichten, dass sie die Bildungsstandards als geeignet erachten und sie sagen eben, dass Maßnahmen gesetzt werden sollten aus den Ergebnissen der Bildungsstandards und das würde in Verantwortung der Schulleitungen liegen. Ein weiteres Projekt aus den Begleitstudien der Bildungsstandards ist das Projekt Schule bewusst. Dabei wurde der Unterricht an Schulen der Steiermark bewertet. Das Ziel war, die Stärken und Schwächen von Schulen und Klassen zu analysieren. Und zentrale Ergebnisse waren, dass es eben nach dieser Evaluation praktisch ein stärkeres Bemühen gab um besseren Unterricht als zuvor, dass es mehr Kommunikation im Kollegium gab über Qualitätsfragen der Schule und des Unterrichts und dass alle Ergebnisse eben danach in einer Gesamtkonferenz diskutiert wurden. Allerdings zeigt sich hier das gleiche Problem wie auch in der Thales-Studie, nämlich die Schulleiterinnen und Schulleiter haben angegeben, dass nur 50% der Schulleiterinnen und Schulleiter haben angegeben, dass aufgrund der Rückmeldung und der Evaluation auch tatsächlich Veränderungsmaßnahmen eingeführt wurden. Also wieder das Problem der Umsetzung. Und außerdem wurde auch nicht überprüft, ob diese Veränderungsmaßnahmen in den 50% der Fällen auch tatsächlich umgesetzt wurden oder nur beschlossen wurden. Ein kurzes Zwischenresümee zum Ist-Stand, bevor ich zu unserer eigenen kleinen Studie komme. Wie gesagt, für Österreich gibt es bisher keine objektiven Befunde zur Ausprägung dieser Kompetenzen für ergebnisorientierte Qualitätsentwicklung. Die wenigen bisher durchgeführten Studien
sind alles subjektive Einschätzungen von Lehrkräften und Schulleiterinnen und Schulleitern, keine objektiven Daten. Im Vergleich zu anderen Ländern sind Evaluationen in Österreich noch relativ wenig verbreitet und insbesondere das Ableiten von Konsequenzen aus Evaluationen und Studienergebnissen findet nicht statt. Das heißt, das große innovative Potenzial, das Evaluationen bieten könnten, wird eben leider noch nicht genutzt. Und genau an der Stelle ist eben Unterstützung nötig, um die Leute dafür kompetent zu machen, diese Ergebnisse auch nutzen zu können. Jetzt zu der kleinen Studie, die wir durchgeführt haben. Wie gesagt, wir haben uns Aus-, Fort- und Weiterbildung angeschaut von Lehrkräften und Schulleiterinnen und Schulleitern. Wir wollten eben analysieren, welche Lehrangebote gibt es schon, die einen Bezug zum Thema aufweisen. Und dazu ist zu sagen, dass es eben nur ein allererster Schritt ist, sich diesem Thema zu nähern, weil es dabei noch keine, also dafür noch keine Daten gibt. Und so sind dann die Ergebnisse auch zu interpretieren. Zur Vorgehensweise, wir haben Curricula analysiert von Universitäten und pädagogischen Hochschulen und haben uns eben in den Curricula die Lehrangebote angeschaut und sie dann anhand einer Schlagwortliste zu ergebnisorientierter Qualitätsentwicklung, die wir zuvor erstellt haben, bewertet als passendes Angebot. Das heißt, in irgendeiner Form kommt in diesem Lehrangebot ein Teil der ergebnisorientierten Qualitätsentwicklung vor oder als nicht passendes Angebot. Und dann haben wir nur die passenden weiter angeschaut bezüglich ihrer Inhalte. Und zusätzlich haben wir Expertinneninterviews geführt mit Expertinnen und Experten an den Universitäten und pädagogischen Hochschulen. Die haben wir mittels Leitfadeninterview telefonisch befragt. Und das galt zu allem eben, also vor allem eben, um die Daten zu überprüfen und zu ergänzen, die wir aus den Curricula gewonnen hatten, aber auch um noch die Frage zu beantworten, ob denn in dem Bereich überhaupt Veränderungen noch geplant oder angestrebt sind. Wir haben dann Informationen gehabt von insgesamt 26 Bildungsinstitutionen, 12 Unis, 4 PHs und der Leadership Academy. Zentrale Ergebnisse: Es gab eine beträchtliche Streuung zwischen den einzelnen Institutionen. Das heißt zum Beispiel in der Lehrkräfteausbildung an PHs und Universitäten gab es an manchen PHs oder Universitäten gar kein Angebot, das irgendwie einen Bezug aufwies zu ergebnisorientierter Qualitätsentwicklung. An anderen gab es bis zu 26. Das heißt, die Systematik fehlt wieder. Es ist zum Teil, werden Teile der ergebnisorientierten Qualitätsentwicklung vermittelt, zum Teil aber eben auch noch gar nicht. Der Großteil war Pflichtveranstaltungen der Lehrveranstaltungen, die wir identifiziert haben. Und in der Tabelle sehen Sie so ein bisschen die Aufteilung der Inhalte. Wir sind qualitativ vorgegangen und inhaltsanalytisch und haben eben uns einfach die Titel der Lehrveranstaltung angeschaut und dann versucht, Kategorien zu bilden, zu welchen Inhalten die Lehrveranstaltungen passen. Man sieht bei den Lehrkräften in der Ausbildung, dass der größte Teil der Veranstaltungen sich beschäftigt mit Maßnahmen und Interventionen zur Schulentwicklung. Dagegen ist ein sehr geringer Teil dieser als passend identifizierten Lehrveranstaltungen, der sich eben mit Themen wie Monitoring oder Reflexion beschäftigen und ein ganz kleiner Teil, nur 3%, zum Umgang mit Studienergebnissen oder zum Umgang mit Feedback aus Studien. Wenn man sich das dann für die Schulleiterinnen und Schulleiter an der Fortbildung anschaut, die untere Zeile, sieht man, dass das Verhältnis etwas ausgewogener ist. Allerdings liegt auch hier wieder der Schwerpunkt auf Maßnahmen und Interventionen zur Schulentwicklung und Themen wie Monitoring oder Reflexion werden fast nie angesprochen. Auffällig ist noch, dass in der Fortbildung, in der Lehrkräftefortbildung, das muss ich gerade selber schauen, wo ich es finde, genau, die vorletzte Zeile der Lehrkräftefortbildung beschäftigen sich 79% mit der Umsetzung von Reformen und Bildungsstandards. Also die Bildungsstandards sind zumindest in der Fortbildung sehr groß vertreten. Allerdings können wir eben aus diesen Ergebnissen nicht sagen, was da tatsächlich vermittelt wird. Wir können nur sagen, es gibt Veranstaltungen, die im Titel Bildungsstandards stehen haben. Aber wir können nicht sagen, was genau wird da vermittelt aus dieser Studie. Das müsste man sich auf jeden Fall noch näher anschauen. Zu den angestrebten Veränderungen, die wir in den Telefoninterviews erfragt haben, wurde uns eben hauptsächlich gesagt, einfach, ja, das Thema ergebnisorientierte Qualitätsentwicklung soll vermehrt fokussiert werden in der nächsten Zeit. Es werden natürlich Veränderungen erwartet durch die Pädagoginnenbildung neu. Curricula sollen nachjustiert werden
Und der Themenbereich Bildungsstandards, der ja schon sehr präsent vertreten wurde, soll weiter ausgebaut werden. Außerdem soll es eine vermehrte Kooperation zwischen Unis und PHs geben. Was sieht man aus dieser Studie? Es gibt auf jeden Fall noch einen deutlichen Ausbaubedarf dieses Themenbereichs, insbesondere in der Ausbildung für Lehrkräfte. Es gibt diese hohe Schwankungsbreite zwischen den Institutionen, sowohl bezüglich der Häufigkeit der Vermittlung als auch bezüglich der Inhalte. Und daraus sieht man eben, dass es einfach eine fehlende Systematik und kein Gesamtkonzept für ergebnisorientierte Steuerung gibt bisher, dass es eben noch einzuführen gilt. Ich komme jetzt zum Forschungsausblick. Habe ich 4 Punkte vorbereitet. Wie man eben vorhin gesehen hat an den Modellen, es gibt bisher keine expliziten Modelle dazu und in den Lehrkräfte- und Schulleitungsmodellen ist das Thema noch nicht so explizit vorhanden. Das heißt, hier besteht auf jeden Fall noch Arbeit in der Forschung und wir haben eben probiert, zumindest einen ersten Ansatz zu leisten mit der Definition der Teilkompetenzen und der näheren Ausformulierung für die Aus- und Weiterbildung. Zweiter Punkt, wir brauchen mehr Studien zum Ist-Stand, weil eben die Datenlage noch dürftig ist. Bisher hat Österreich auch nicht an internationalen Studien zu zum Beispiel Lehrkräftekompetenzen wie der TETS-Studie teilgenommen. Da kann die Frau Blömicke sicher noch einiges dazu sagen. Und dementsprechend haben wir eben auch keine Daten zur Ausprägung von zum Beispiel Lehrkräftekompetenzen generell und eben erst recht nicht zu ergebnisorientierter Qualitätsentwicklung. Deshalb wären groß angelegte Studien auch wichtig, man könnte sie auch selbst durchführen. Aber dazu bräuchten wir erstmal Messinstrumente, um diese Kompetenzen überhaupt zu erfassen und die müssten auch noch entwickelt werden. Also auch da ist Forschungsbedarf. Als dritter Punkt bräuchten mehr Forschung zu den Förderkonzepten, die es bisher gibt in der Aus- und Weiterbildung und auch die Entwicklung neuer Konzepte, insbesondere eines Gesamtkonzepts zu diesem Thema. Wie gesagt, es sollte ein Gesamtkonzept sein. Auch das sollte wieder theoretisch fundiert und wissenschaftlich begleitet sein, also auch wieder evaluiert werden. Und als vierten Punkt, ich gehe wieder darauf ein, wir brauchen ein evidenzbasiertes Gesamtkonzept zur Schulentwicklung, das systematisch implementiert und auch wieder evaluiert wird. Man könnte sich dabei auch ein Beispiel nehmen an anderen Ländern, die zum Beispiel interne und externe Schulevaluationen eingeführt und gekoppelt haben. Dazu ist es natürlich nötig, erstmal Kriterien einer effektiven Schule zu definieren. Auch da würde Forschungsbedarf bestehen und es müssten wieder Instrumente angeboten werden, die dann zum Beispiel auch die Schulen oder Lehrkräfte selbst einsetzen können für interne Evaluationen. Die müssen erst entwickelt, getestet und implementiert werden. Die große Chance ist jetzt, dass es eben die Pädagoginnenbildung neu gibt, dass auch solche Themen schon in die Diskussion eingebracht wurden und dass da natürlich jetzt tatsächlich was verändert werden kann. Allerdings wäre es natürlich toll, wenn es noch mehr staatliche Anreize für solche anwendungsorientierte Forschung gäbe. Zu den politischen Entwicklungsoptionen nochmal 3 Punkte. Es wiederholt sich etwas, aber es ist eben besonders wichtig, dass es ein Gesamtkonzept gibt, das vollständig umgesetzt wird, auch für die Politik. Und derzeit ist es eben so, wie Sie wissen, dass der Fokus noch sehr stark, gerade auch bei den Bildungsstandards, auf externem Messen und Rückmeldungen von Ergebnissen liegt und dass eben die Umsetzung noch ein bisschen, also dass es daran eben noch scheitert. Und man könnte diese Ausgestaltung der Messung und Rückmeldung eben noch optimieren. Man sollte eben die Einstellungen und Kompetenzen auf Seiten der Lehrkräfte und Schulleitungen vermitteln. Man sollte eben alle Ebenen, Input, Output und die Prozesssteuerung betrachten, wie Sie es vorhin in diesem zyklischen Modell der Prozesssteuerung oder der Steuerung im Schulsystem gesehen haben. Und es sollten Ergebnisse der Evaluationsforschung einbezogen werden. Und hier jetzt nochmal mein Plädoyer für diese evaluative Grundhaltung, die von allen eingenommen werden sollte, die eben unglaublich wichtig ist, um solche Veränderungen durchzuführen. Als zweiter Punkt, wir sollten verstärkt internationale Ansätze wahrnehmen und unsere bestehenden Initiativen in Österreich dann dementsprechend adaptieren oder sie in eine Systematik bringen, auch wieder das Gesamtkonzept, das dann konsequent umgesetzt wird. Dazu gehört die Teilnahme an internationalen Studien und Projekten, die Analyse von anderen Ansätzen in Europa, zum Beispiel eben Deutschland, die Einführung von Schulprogrammen oder eben die schulinternen Evaluationen, die es dort gibt, die gekoppelt sind mit einem System externer Evaluation. Und als letztes, die Reform der Pädagoginnenbildung sollte natürlich als Chance genutzt werden, wenn wir diese Chance jetzt haben, weil eben
das Ganze steht und fällt mit den Kompetenzen der Personen, die im Bildungssystem agieren. Die Bereitschaft zur Veränderung ist nötig. Und es ist aber eben wichtig, dass ein langer Atem aufrechterhalten wird für diese Veränderungsprozesse, weil es nicht von heute auf morgen geht. Das kann ich Ihnen auch noch mal kurz deutlich machen, warum es so wichtig ist, den langen Atem für die Veränderungsprozesse beizubehalten. Stellen Sie sich einfach vor, Sie bekommen einen Vorschlag oder eine Anweisung zu einem neuen Verhalten, wie es hier eben der Fall ist. Sie sollen irgendwas anders machen, als Sie es die ganze Zeit gemacht haben. Sie denken sich eigentlich, das neue Verhalten, also diese ergebnisorientierte Steuerungsform, wäre vielleicht besser. Allerdings könnten Sie sich dann auch denken, naja, warum habe ich mich dann nicht schon die ganze Zeit so verhalten können? Dadurch ist Ihr Selbstwert gefährdet und Sie denken vielleicht, Sie sind an den Missständen in der Vergangenheit schuld, fühlen sich als Versager, wenn Sie das jetzt umsetzen würden. Andererseits, wenn Sie das neue Verhalten, die neuen Ideen abwerten, sagen, das ist subjektiv schlechter, denken Sie sich, dann hätte ich mich auch die ganze Zeit schon nicht besser verhalten können. Ich habe mich immer optimal verhalten, ich bin toll. Und das ist eben eine ganz tolle, einfache Erklärung für diese Änderungsresistenz und weshalb es eben so schwer ist, solche Änderungen umzusetzen. Und noch dazu ist es besonders ausgeprägt bei Personen mit einem hohen Entscheidungsfreiraum, mit hoher Verantwortung, langer Verweildauer in der Position, in der sie sich jetzt befinden, starkem Druck oder auch Vorwürfen. Und genau diese Aspekte treffen eben oft zu auf Lehrkräfte oder Schulleiterinnen und Schulleiter und alle, die im Bildungssystem tätig sind. Und deshalb ist es gerade hier eben besonders wichtig, den langen Atem aufrechtzuerhalten für die Veränderungsprozesse und die Leute entsprechend mit Kompetenzen auszustatten. Vielen Dank.